Was Leute, hier ist wieder Dracklanis mit Let's Play Metroid Prime 2 Echoes. Im letzten Part haben wir uns in der Heiligen Festung weiter fortbewegt und Lucy getroffen? Nein, nicht Lucy. Das war Final Fantasy 13 und 13.2. Nee, aber ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Haben wir den Luminov dieses Tempels gesehen und er hat uns den Auftrag gegeben. Außerdem das kobaltblaue Übersetzungsmodul, was wir an mehreren Stellen einsetzen können. Zum Beispiel dort. Dann gucken wir doch mal. Lesen wir das durch. Okay. Durch Wachsamkeit und Stärke schaffen wir Frieden. Achso, den Spruch kennen wir schon. Kann ich das schon durch? Kann ich das von hier oben schon? Tatsache. Gut. Dann gucken wir uns hier mal um. Was haben wir hier? Die Wartungsdrohnen. Wow. Da bin ich wieder. Hi, Leute. War gar nicht weg. Das Ding da ist irgendwie ein bisschen kaputt. Und die Wartungsdrohnen tun irgendwie gar nichts. Sie warten. Sie warten. Sie warten nichts, sie warten. Oh Mann. Ich kann mich hier fortbewegen. Die Frage ist, bringt mir das was? Oh, tatsächlich. Was ist denn das? Energieversorgung der kinetischen Kanone wiederhergestellt. Einheit behält momentane Ausrichtung bei. Feuerautomatik aktiv. Dann nutzen wir die doch. Schieß mich weg. Bumm. Tja. Zau. Watsch. Die aktivieren wir dann auch nochmal gleich. Damit wir auch jederzeit wieder zurück können. Ohne großen Umbruch. Und dann müssen wir hier durch eine Tür. Schätze ich mal. Das sind bloß komische Generatoren, die keine Ahnung was machen. Die machen im Kadell-Dip-mäßiges. Und dann haben wir hier einen Gang. Hä? Ich bin hier schon gewesen? Wann bin ich hier gewesen? Ach, komme ich jetzt an diese Morphball-Position, wo... Aha. Hey, euch kann ich noch scannen. Ich kenne euch noch aus dem ersten Teil. Ihr seid doch die Rollschaben. Spider-Wächter. Was? Finsterling mit Spider-Ball-Fähigkeit? Kreatur verwendet Spider-Ball-Mechanismus, um an Wänden haften zu bleiben. Es scheint eine Verbindung zum lokalen Energiesystem zu bestehen. Durch starke Energieeinwirkung lässt sie sich eventuell trennen. Spider-Wächter! Ja, dann ist es der Spider-Ball, den ich jetzt als nächstes kriege. Die ganzen Spider-Vorrichtungen hier haben mich auch nicht genug aufgeklärt. Nur, ist das das... Kämpfe ich hier gegen den? Aha. Spider-Wächter. Okay. So. Okay, ich kann ihn aufhalten. Und jetzt so schädigen. Jetzt leuchtet er grün. Jetzt habe ich das dort aktiv. Und da komme ich jetzt rüber auf einen Weg. Alter, der verfolgt mich. Und der macht Schaden. Wie Sau. Das sage ich euch. Geht's da rüber? Danke. Jetzt warten wir einen kleinen Moment. So. Okay. I lost track of the spider track. So, dann geht's jetzt dorthin. Und jetzt ist er wieder in einer anderen Phase. Was zur... Was war das? Hat es ihm geschadet oder geholfen? In jedem Fall geht es jetzt weiter mit ihm. Wow. Ah, ich verstehe. Ich will nicht dahin. Der Spider-Wächter kämpft auf eine sonderbare Art gegen mich. Okay. Ich muss dort hinten hoch. Ganz genau. Um zur Mulde zu kommen. Hier reicht es nicht. Und das Problem wird sein, der Spider-Wächter wird immer dort sein, wo ich dann hinrolle. Immer auf einer der Pipes. Ah, besser. Was? Wie? Hä? Ich dachte, da wäre ein Boden. Okay, was mache ich denn dann jetzt? So, ich muss doch dahin. Nicht? Kann ich... Ich kann das auch nicht umstoßen. Da muss der Spider-Wächter schon selbst hinkommen. Und dazu muss ich zur Mulde. Aber ich falle da durch. Also, was zur Hölle mache ich? Nebenbei komischer Bosskampf. So. Okay. Ich habe keine Spider-Ball-Fähigkeiten, deswegen ich dort nicht hinkomme. Und der Spider-Ball muss mich auch nicht tragen, was? Frag mich nicht, was das soll. Das ist der merkwürdigste Kampf aller Zeiten in Metroid Prime. Ich bin jetzt hier oben. Dort hört die Spider-Track auf.
Und ich komme dort nicht lang. Auch nicht mehr dort links. Das kann ich ja so versuchen. Oh. Geht nicht. Nö. Ich kann nur hier lang. Was ich auch nicht zerstören kann. Und hoch oder so. Zur Seite? Geht alles nicht. Was mache ich also? Okay, ich bin überfordert. Wo zur Hölle muss ich jetzt hin? Ich muss zur Bombenmulde, das ist klar. Aber wie komme ich da hin? Ich meine, alles, was ich sehe, ist, dass ich hier hinkomme oder da hoch auf die linke Seite. Aber beides bringt mich nicht zur Bombenmulde. Da ist wirklich ein kleiner Weg. Es ist leicht hervorgehoben. Nein, es hilft aber nichts. Ich komme da nicht drauf. Hä? Nee, ich sterbe auf diese Weise. Leute, das ist mir nicht geheuer. Ich gucke einfach nochmal nach gerade. Also so geht das nicht. Kleinen Moment. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder zurück und ich habe eine Strategie. Wieso versuche ich nicht einfach mal ihn zum Schaden? Ha? Könnte doch vielleicht helfen. Wenn das nicht probiert, funktioniert, muss ich mir allerdings noch was einfallen lassen. Was das angeht. Ich meine, ich konnte ihn doch eben schaden. Hm. Gucken wir mal. Achtung. Irgendwie muss ich noch zu ihm hinkommen und ihm schaden. Mit Bomben oder so. Hm. Na los. Hilft nichts. Was mache ich jetzt also? Oder ich treffe ihn nur nicht. Achtung. Er trifft mich. Na los. Nochmal. Ich muss ihn also wirklich so treffen. Hm. Also weiter halfpipen und Leben verlieren, bis ich ihn treffen kann. So. Und noch weiter. Das ist eigentlich eine gute Methode. Ich muss hier bloß hier unten bleiben. Jetzt ist das sowas von langsam. Ach, guckt euch mal an. Jetzt ist das Ding ausgefahren. Ist ja super. So, wir haben's. Nächste Phase. Geh weiter. Jetzt ist er überschnell, kriegt Schaden. Und weiter geht's. Oh Mann. Das ist ein behinderter Bosskampf, ganz ehrlich. Also, Mini-Bosskampf. Sowas würde man in einem Metroid Prime-Spiel eigentlich nicht finden. Wie wär's, wenn du mich da hochlässt? Nein, falsche Seite, immer noch. Immer noch falsche. So, perfekt. So, dann können wir jetzt zur nächsten Arena. Und diesmal behalten wir im Kopf, dass wir ihm schaden können. Okay. Ich glaube, ich fahre hier einfach ein bisschen rum. Und wenn er dann irgendwie näher kommt, müssen wir mal gucken. Er geht jetzt gleich zurück. Und bumm. Irgendwie hat das nicht sehr viel gebracht. Auch nicht. Ich dachte, ich könnte ihn dort irgendwie abfangen. Hm. Wenn er dort oben ist, muss ich ihn treffen. Es kann nur eine Weile dauern. Aber es geht eigentlich. Alles, was ich tun muss, ist rechtzeitig da sein, was ich nicht schaffe. Yay! Ich liebe es! So, komm mal zurück. Ich booste auch nicht. So, das würde schon ausreichen. So. Ach, Mann! Ist das blöd. Richtig blöd, richtig beschissen. Ich meine, ich kann ihn ja sonst nicht schaden. Nur bei diesem einen Punkt. Habe ich gerade einen Mothballsprung dorthin gekriegt? So, komm schon, drei Stück. Und alle detonieren, bevor er da ist. Mann! Oh, ist das Timing hier von beschissen? So. Nein. Nein. Immer noch nicht. Nein, zu spät. Alter, ich bin zu früh oder zu spät? Kannst du dich mal entscheiden, Morphball? Kannst du mal irgendwie rechtzeitig dort rankommen? Ich habe das Timing, dass ich zu früh oder zu spät bin, aber ich bin niemals rechtzeitig da. Boah, regt mich das auf. Oh, ganz ehrlich. Und dann gerate ich noch in ihn rein. So, komm schon. Aber ich kann ihn dort nicht weiter schaden. Ich habe ihn jetzt einmal geschadet. Probieren wir es so. Das ist jetzt meine beste Möglichkeit.
Okay. Mehr habe ich aber nicht zur Auswahl. Hm? Weil dort ist er wieder zu langsam. Gut. Jetzt hat sich ein neuer Weg geöffnet. Jetzt kann ich hier oben dann drauf. Wir müssen bloß warten, bis er eher auf der rechten Seite ist, als auf dieser linken. Was dauern wird. Ich kann ja mal gucken. Na, ich komme dort noch ganz links. Oh. Es ist auf Zeit. Well, what do you know? Was? Wieso hat das denn nicht geholfen? Es ist auf Zeit und da oben ist auch noch eine Missile Expansion. Aha. Die kann ich dann wohl nur jetzt kriegen, was? Das war auch super, Greg Linus. Wieso hat der nicht getroffen? Verstehe ich nicht. Wieso muss ich den überhaupt zu dem nicht treffen? Oh Mann, ist das ein behinderter Kampf. Ich sag's euch nur. So, damit habe ich ihn getroffen, er kann wieder rot werden. So, werde das auch. Während du da unten bist, kann ich schon mal versuchen hochzukommen. So, dann erwarte ich dich hier jetzt. Du bist schneller. Was mir das ermöglicht. Und aus irgendeinem magischen Grund fahren sich gleich die Plattformen raus, wenn ich dich ein drittes Mal getroffen habe. Und wir haben immer noch Phasen. Guckt euch das Leben an. Ich will es hier bloß nochmal sagen. Fahrt euch aus, ihr Plattformen. Seid ihr platt, was? Fangt an, euch zu verformen. Vielen Dank. Warum reagieren diese Plattformen überhaupt auf ihn? Es ergibt doch keinen Sinn. Und jetzt ist er so lahm und ich weiß nicht. Lass mich da bloß durch, damit ich das aktivieren und diesen ganzen Schund beenden kann. Danke. Da habe ich diesen Schaden jetzt halt mal gefressen, ist egal. Da komme ich bloß mit einem Spider-Ball hin. So, Zeit für dich rauszukommen. So, und ich hole mir dann gleich die Missile Expansion, wenn ich mit dir fertig bin. Drecksack. So, ich kann hier nicht lang, ich muss dort lang. So. Und ich kann auch nur den Weg wählen. Die Frage ist, wo ist er überhaupt? So, ich kann hier ein bisschen Energie tanken. Danke. Sie haben an mich gedacht. An den Draglinus, der nicht unbedingt klarkommt. Und was macht er jetzt? Wo ist der überhaupt, der Wächter? Ah! Naja, ich würde mal sagen, es ist klar, dass wir ihm jetzt so schaden. 4 Schaden zufügen. Ich muss trotzdem noch irgendwie an ihn vorbei. Und er erwischt mich, auf jeden Fall. Wartet. Ich nehme das dort. Die Bombenmulde. Ach du, ouch. So. Damit haben wir ihn schon mal an das nächste gelockt. Er wird gleich wieder zurückkommen. Was wir nutzen müssen. Schätze ich mal. Ihn jetzt einfach in alle reinführen. Die nächste Bombenmulde wird hier unten sein. Hm. Dann muss ich jetzt hier so machen. Und hoch. Autsch, 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 autsch. Krieg noch mehr. So. Hoch. Und. Ach, verdammt. 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 Lass mich hoch. So, und jetzt schnell. Bevor die wieder inaktiv wird. Bumm. Außerdem. Schneller. Bumm. Los jetzt. Ich habe es in der falschen Reihenfolge gemacht. Beziehungsweise, ich habe ihn blöd getroffen. Deswegen ist hier wahrscheinlich so leicht, ihn zu treffen. Damit wir das so machen können. So, okay. Ich würde mal sagen, erst befördere ich dich hoch. In langsamer Manier. Autsch. Soll mir egal sein. So. Und jetzt komm schon hoch. Mann, manchmal ist der Sprung so kurz, dass ich nicht hochkomme. Schneller, 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 schneller. Oh, leck mich. Wieso komme ich denn da nicht hoch? Alter, ich schaff's nicht. Selbst jetzt nicht. Es ist inaktiv. Es ist wieder unten. Leck mich, ey. Dieser Kampf ist behindert. Wer hat sich das denn ausgedacht? Spider-Wächter. Also wirklich, Gott, hast sonst nichts zu tun. So, er ist festgesetzt. Das verschafft mir Zeit. Und jetzt, na los, spring. Und jetzt, spring. Nein, nicht runter. Na los, zur Seite. Ma, nein, andere Seite. Hoch, hoch, hoch. Verdammt, ey. Ich krieg hier eine Krise. So, danke. Boah.
Ist das ein Krampf? So, vielen Dank. So. Ich befördere mich hoch. Weil ich nicht weiß, wo genau er jetzt hin muss, der Wächter. Ach, Mann. Er muss da oben hin. Das heißt, wieder dieselben Tore aktivieren, hä? Na los. Hoch. So. Ich habe jetzt am wenigsten Zeit für all das. Das nächste aktivieren. Hoch. Bumm. Klappt doch. Und zum nächsten. Und hoch. Bumm. Nein. Warum? Nein. Ich war zu langsam. Es hat super geklappt und ich war zu langsam. Dieser ganze Bosskampf. Dieser ganze Kampf kann mich mal gehörig irgendwo. Sonst wo. Weise. Und ich verliere gleich all mein Leben. Ich sterbe bei dem Spider-Wächter. Ist ja super. Na los. Ah. Komm schon. Gleich musst du aber schnell dorthin, Wächter. Ich warne dich bloß. Na komm. Nein. Mann. Nein. Los. Komm hoch. Alter, diese Steuerung. Ah. Ist das... Nein. Leck mich. Ist das ein Krampf? Na los. Stirb bloß, Wächter. Ich kann die aktivieren. Ist das ein Krampf? Kommt der Morphball da nicht lang? Was muss man eigentlich machen, um da richtig schön hochzukommen? Das, danke, dass das richtig schnell in einem Rutsch durchgeht. So. Und kann auch sein, dass mein Sensor einfach nur spacken ist, wie immer. Na, nein! Oh! Kriegst du einen Horn? Ganz ehrlich. Wer hat sich diesen Mist ausgedacht? Nö, wie erfindet man Spider-Wächter? Es erfordert die präziseste Morphball-Steuerung, die du kennst. Und Schnelligkeit. So. Daran war ich nie sonderlich gut. So. Oh Mann. Jetzt können wir in die Tonne kloppen. Na los. Nein, wieso springst du nicht so hoch? So, danke. Geht doch. Oh, da kriegst du einen Föhn bei. Ah. Autsch. Spider-Wächter besiegt. Okay. Schön. Hier hast du einen Föhn. Sorry, Leute, aber ich kann mich darüber nicht freuen. Meine Let's Play-Leistung war ja abartig. So, Spider-Ball erhalten. Na, wenigstens. Ich entschuldige mich dafür, Leute, aber ich kann sowas nicht gut. Spider-Ball erhalten. Manchmal muss man einfach mal seiner Mut Luft lassen. Und warum ist da eine Powerbomben-Tür? Ich muss wieder zurück. Ist ja super. Aber ich wäre sowieso zurück. Jetzt sind hier Rollschaben. Der Spider-Ball-Wächter war bloß eine Rollschabe, die einen Spider-Ball inne hatte. Keine Ahnung. Ja, doch. Ich komme da hoch. Nee, es geht mir bloß um die Missile-Expansion, die ich hier noch hatte. Achso, ich kann ja hier Spider-mäßig jetzt lang. Ich wollte dort gerade die ganze Zeit springen wieder. Ja, siehst du? Der hat es einfach gehabt, der Spider-Wächter. Der konnte da einfach die ganze Zeit rollen. Danke für den Missile-Container. So. Maximum der mitzuführenden Missile erhöht. Wo bin ich jetzt? In irgendeinem Gang. Im was weiß ich wo Land. Wäre ich hier wohl doch nicht runtergesprungen, was? Hä? Ach. Aha. Gut. Wo das Portal war. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob ich hier was vergessen habe. Oder wo ich genau... Ich weiß, wo ein Schlüssel ist. Ich weiß, wo ein Schlüssel ist, zu dem ich locker hinkomme. So. Ein bisschen Energie gefällig. Danke. So. Ich mache den Part ein bisschen länger noch. Wieso komme ich denn da nicht hin? Lass mich zur Energie, Luminov. Alter! Ich bin zu klein, um da hinzukommen? Nein, zu groß, eher gesagt. Das wollte ich sagen. So, okay. Ich mache jetzt einen längeren Part. Als Ausgleich dafür, dass ich so rumgeschrien habe wie ein Berserker. Okay, Objektscan abgeschlossen. Es handelt sich um eine luminotische Sondersonde.
Nein, Sendersonde? Die Sonde ist aktiv. Ihre Übertragungen werden von zahlreichen Empfängern überwacht. Möglicherweise wird die Sonde von feindlichen Kräften genutzt, um Aufklärungsdaten zu gewinnen. Sensorsonde. Sondersonde. Ist klar. Ich bin auch so eine Sondersonde. So. Aktiviert den Fahrstuhl. Bin ich dort ehrlich noch nie gewesen? Doch bin ich. Nur nicht in dieser Richtung. Ich hole jetzt bloß einen der dunklen Schlüssel, den ich schon kriegen kann. Wir haben dort ein Portal in den dunklen Äther. Wir haben dort Spider-Ball-Tracks, wo ich durch kann. Und da schimmerte ein gelblicher, grüner, also ein gelblicher Portalschlüssel, der eigentlich rot ist. Es war bloß wegen meines Farbschemas in diesem Part gelblich. Luminotisches Dings. So, damit haben wir zerschlagene Hoffnung. Nicht ein einziger der zum Himmelstempel entsandten Krieger kehrte zurück. Unsere Truppen durchkämmten den Äther der Finsternis nach ihnen suchend. Doch vergebens. Es hat... Nee, das Energietransfermodul war nicht aufzufinden. Wieder unseres Kümmers besannen wir uns und rüsteten uns für weitere Missionen. Ein weiteres Modul zu schmieden, ein weiteres Mal zu versuchen. Unsere sterbende Welt vor dem Untergang zu bewahren. Bis ich kam, gab es allerdings keine Erfolgsaussichten. Und hier haben wir eine Spider-Ball-Track, die wir jetzt scannen können. Allesamt. So. Das sind Spider-Ball-Schienen. Schienensystem mit magnetischer Spur. Diese Art von Oberfläche lässt sich nutzen, indem man mit... ist egal. Kennen wir aus dem Vorspiel. So. Hi, ich bin da. Ich warte ja bloß darauf, dass diese Riesen aktiv werden hier. So. Genau hier will ich im dunklen Äther was haben. Ich weiß allerdings nicht, ob ich hier was aktivieren muss, weil hier ist eine Bombenmulde. Mal gucken. Hier ist im dunklen Äther der Schlüssel. So, ich habe die Schienen umgekehrt. Oh. Was zur Hölle ist mit diesem System hier? Präzise Morphballsteuerung. Hi ho. Ich sag's nur. Aber es macht hier nicht so viel wie beim Spider-Wächter. Denke ich mal. Alter, lass mich jetzt hoch. Danke. Das reicht aus. Wupsa. So. Damit sind wir im nächsten Raum und Zeitkontinuum, wo ich dann hier diese Dinger nutzen kann. Was bringt mir das am Ende? Ich weiß es nicht. War das nicht ein Munitionsbehälter, den ich hier noch kriegen konnte? Ich kenne solche Dinger noch. Von Metroid Prime Hunters. Huh? Autsch. Natürlich schleudern die mich sofort runter. Lasst, Mann, mich hoch. Bitte. Ich warne euch nur. Lasst mich hoch. Hier ist jemand... Ach, Mann. Und da kommen die Laser wieder. Ich hasse sowas. Solche Geschicklichkeitspassagen. Ich bin absolut nicht gut darin. So ein Plattforming. Weder mit dem Morphball, noch mit... ohne Morphball, noch mit Springen. Ihr habt's gesehen im der Talon-Oberwelt von Metroid Prime 1. Alter. Mann. Gott. Hätte ich den Part doch nicht weitermachen sollen. Ah. So. Geht doch. In den Gewässern der Talon-Oberwelt. Bumm. Nein. Ich wollte eigentlich mit Boostball rankommen. Ach so. So geht's doch weiter. Stell dich mal vor, man müsste das noch mit Bombe machen. Das ist ja noch schwieriger. Fason. Nein. Geh nicht jetzt weg, wenn ich nicht drauf bin. Damals Spider-Ball-Track. Ich dachte, der geht nach ganz links. Deswegen. Nun gut. Das packen wir. Packen ist wortwörtlich gemeint. Ups. Abspacken. Arrgh, lass mich durch. So. Fallen lassen. Und die weitere Spider-Ball-Track bedienen. Upsa. Ich falle hier nirgendwo runter. Okay. Das unständlichste Schienensystem der Welt. Ich sag's nur. So. Und genau das muss ich gleich noch im dunklen Äther durchmachen. Hier für eine Missile Explosion. Alles umsonst. Alles umsonst. Ich hab's noch aktiviert. Ist egal. Ich booste da jetzt durch. Na los, lass mich hoch. Hoch, hoch. Nein, nein. Ich bringe hier noch irgendjemanden um, wenn das so weitergeht. Wieso gibt es denn einen Gang, wo ich sofort runterfallen kann, um alles nutzlos zu machen, was ich hier gemacht habe? Gott. So. Ah. Okay. Kriege ich halt drei Energietanke Schaden. Mann, danach beende ich den Part aber wirklich. So. Okay.
Nee, versuchen wir jetzt gar nicht erst. Ups. Ups. Und ups. So, ging doch besser. Und ups. So. Runter. Hier drauf. So. Man könnte auch einfach durch, wenn einen das Fasern gar nicht interessiert. Aber da kommt man hier nicht drauf. Da muss man auf die Plattform springen, was Zeit in Anspruch nimmt. Und die hat man nicht unbedingt. Ups. Wir kürzen mal ab. So. Ups. So. Runter. Und jetzt genau beobachten. Wo kommt man jetzt zum Missile hin? Aha. Bom, bom. Was? Ach, da oben ist eine Decke. Dann hier aber. Bom, bom. Was? Wieso denn? Verstehe ich nicht. Ich kann dort nicht hoch. Ach so. Ich muss das hier in die Luft jagen. Ich dachte, ich muss von oben drauf. Na gut, dann haben wir die Missile Expansion und 5 Missiles jetzt. Ach ja, Missile Expansion erhalten. Ich mach's jetzt nochmal nachträglich. Nein. Nein. Mechanismus Ing Zertrümmerer. Abtrünnige Sturmdroiden. Drohne. Achso. Mechanoid erzeugt bodenerschütternde Schockwellen. Energieabschirmung lässt sich mit Hilfe von Beamsystemen gegensätzlicher Polarität durchdringen. Also immer achten, was hat er denn da? Okay. Aber im Grunde wie ein Elite-Pirat, oder? Aha. Ist das ein Beam, den ich habe? Soll das ein Beam sein, den ich habe? Ja, offenbar. Achtung, lass mich bloß weg. Ja, jetzt ist er. Also das macht er definitiv wie ein Elite-Pirat aus Metroid Prime 1. Wer es noch kennt. Na los. Nimm Schaden. Bumm. Okay. Dark Beam. Also hat er Light und Dark zur Auswahl. So, die haben glorios verfehlt. Jetzt kommt er gleich mit Light Beam, schätze ich mal an. Ja, er wechselt sich immer ab. Warum? Konnte ich ihn nicht treffen? Egal, er ist tot. Kostet aber Energie. Oh, Massenergie. So. Beam wechseln, damit ich den Schuss nicht verbrate. Was denn? Ist da noch einer? Ach hey, und er hat noch was ich nicht gescannt habe. Was ist das? Hey, bleib mal stehen. Es handelt sich um den Raketenwerfer eines Ink-Zertrümmerers. Schultermontiertes Kampfsystem feuert Missiles mit hoher Durchschlagskraft ab. Das kann ich auch gebrauchen jetzt. So. 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 Ist der irgendwie schwerer? Oder warum macht er das jetzt? Okay. Wie wär's, wenn du auch mal auf Lightbeam wechselst? Genau. Denn damit will ich dich jetzt töten. So. 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 Ich brauche nämlich jetzt Darkbeam-Munition. Du kostest mir Munition en masse. Das steht fest. So. So. Stirb. Das hier ist eine bessere Drohne. Definitiv. Und wie viel Munition die brauchen. Das ist echt böse. Ich kann die auch so verwunden. Es geht nur um die Abstimmung, die ich durchdringen kann. Gegensätzlicher Polarität oder gleiche war es jetzt. Ich meine gegensätzliche. So. Dann machen wir jetzt aber im nächsten Part von Let's Play Metroid Prime 2 Echoes weiter. Ich habe genug Rage für einen Part gehabt. Ha. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dragline is over and out. Kommentieren nicht vergessen außerdem. Tschüss.